Ich habe ein neues Oberteil an, das passt jetzt zu meinem Unterteil. Ja, ich auch. Zeig ich mir Skin. Barbaren Dave, Barbaren Dave. Daniel ist der größte Feigling der Welt. Der Vegas beschwört die Toten. Und das für wenig Geld. Das war gut, ihr Daniel, das war gut. Ja, das hat sogar gereimt, das war geil. Ich soll mal irgendwie ein paar Sachen verkaufen, ja. Ja, so kann ich deinen Charakter sogar besser betrachten. Ja, der sieht aus wie ein Neandertaler, perfekt. Ja, und dann weiter mit unserer Reise. Wir sind voll die illustre Gruppe, ey. Dani macht alles kaputt und ich tu alles... Ich esse die Herzen von Menschen. Ja, ich töte die Leute und du belebst sie wieder. Ja, das ist irgendwie so eine seltsame Sache. Warum sollte ein Totenbeschwörer, weiß ich nicht, der ist doch generell böse. Warum sollte der gegen Lilith kämpfen? Der sollte der Hölle dienen oder so. Oh. Nicht gerade, wenn man hier so rangeht. 18 Gold. Sie sehen die ganzen Waffen, die ich am Rücken trage. Ja. Ich kann irgendwie nur meine. Ja, ne. Du bist nicht Lore Nazoro. Wie willst du denn alle vier gleichzeitig benutzen? Nee. Ich brauche. Tut einfach den schweren Hammer in seinen Mund stecken. Komm mal da hin. Ach, darum. Ich nehme an, meine ganzen Fähigkeiten benutze ich die anderen Waffen. Nicht solange ich in der Stadt bin. Ich habe ja diesen Wirbel an. Ich glaube, da benutze ich meine Axt. Ich habe die Sense. Altäre von Lilith. Dauerhafte Wertverbesserung. Okay, das ist schon wieder ein bisschen unlogisch. Warum sollten sie uns die helfen? Geschicklichkeit wurde erhöht, okay. Ich weiß gar nicht, was sich bei mir erhöht hat. Bei mir ploppen irgendwie die ganze Zeit so Herausforderungen so auf. Ja, glücksbringender Bürger, Spielertitel. Und ich habe jetzt irgendwie Expertise, aber ich weiß nicht, was das ist. Wenn ich dabei. Meisterung wäre das wahrscheinlich das. Ja. Deutsche Wort dafür, glaube ich. Also mit welcher Sache du am besten bist oder so. Du hast eine Expertise in dat mit dem Hammer oder. Okay. Du hast die Ziege getötet. Ich habe keine. Dabei war die doch nur ein süßes Zicklein. Keine Ahnung. Okay, das hier ist ein. Das hier ist ein Friedhof. Killer sind kleine Kammern, die ein Spektrum von Inhalten enthalten können. Ein Kurzschwert. Mal da rein? Ja, können wir machen. Ich nutze jetzt mein Schwert aus. Oh, jetzt habe ich ein Schwert. Ha. Anstatt eine Axt. Oh. Ich weiß, für ein Level ist denn das? Oh, ich gehe einfach mal rein. Ja. Eiskalter Keller. Oh Gott, ich dachte aber ein Gegner. Oh, ich bin eingefroren, ich wollte gerade sagen, was war das denn? Ah! Ja, sind ja schon fertig. Also du erstellst die ganze Zeit diese roten Dinger? Tränke, glaube ich. Wenn du die sehen kannst, dann sind das wahrscheinlich nur Tränke. Okay.
Ich habe mich schon gewundert, es gibt ja irgendwie nicht irgendwie so eine Heilerklasse oder so, ne? Dafür gibt es sehr viele Tränke und Trinkbecken und so weit, ne? Ja. Also es ist ja nicht so, als hätten wir hier nicht genug Heilung in dem Spiel, glaube ich. Ja, deswegen. Was ist das denn? Artillerieschein. Schrein. Nimbo. Auf der Karte da. Hier oben rechts. Geld. Ja, geh weg. Doch, ich dreh mich in den rein. Ich habe kaum noch Tod. Oh Gott. Okay, der hat ein bisschen Autsch gemacht. Nein, Daniel. Ich spüre deinen Schmerz. Entschuldigung. Aber was ist das? Ist das besser als das? Ich hab ne. Muss ich mal langsam einen Shop, wo ich meine Sachen verkaufen kann. Schreine bieten eine Reihe von vorübergehenden Boni, wenn ihr mit ihnen fahrt. Ich darf schneller an und... Ah! Hinterhalt! Oh, what the... Wie ist das? Was denn? Was schießt du denn da alles, Alter? Ja, da hab ich mal den Schrein bekommen, glaube ich. Nimm das. Beschwört heilige Pfeile, okay. Oh, vorbei. Na, ist das Stuart? Okay. Das ist scheiße. Ja, ich hab der scheiß Reh mit heiligen Pfeilen getötet. Oh, das ist lila, teuflisches Folio. Ah, meine Expertise geht nach oben, sehe ich gerade. Vermutung von mir, aber ich glaube, das ist irgendwie Meisterung der Waffen oder Fähigkeiten. Die auf der Weg benutzen, desto mehr. Desto ein größerer Experte können wir damit sozusagen. Ich habe keine Rot mehr. Get this weak Skeleton out of here. Hier sind Schreiterschuhe. Ich sehe die nicht. Und der liegt nämlich dort schon auf, also ich lasse ja nichts liegen. Und wir scheinen wohl verschiedene Sachen zu haben. Handschuhe. Und Kurzschwert. Liegt doch einfach so rum. Ah, geht weg, ihr Viecher. Oh, Spinnen. Müssen es Spinnen sein. Rotleder. Rohleder. Spinnen. Boah. Also eigentlich. Der ganze
So viele Waffen dabei. Alle zu schwach. Ja, Spinne. Doch, doch, doch. Ich habe keine Wut mehr. Ah. Stufe 6. Oh, okay, meine Skeletten wurden geheilt, wenn ich aufsteige anscheinend. Cool. Okay. Ich denke mal, wir werden zerstören, als wenn wir irgendwie hochleveln. Wegen der Schockwelle. Wir könnten mit markierte Gebiete durchqueren. Oh, okay. So, wo ist mein Wirbelwind? Da. Wenn ihr ein Wirbelwind versucht, jetzt mal eingeladen, bis ihr abgebrochen wird. Das hier. So. Lass mal sehen. Werft eine Blutlanze. Warte mal. Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Pest. Oh, 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 oh. Okay, okay. Ja, 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 warte, dann geht's an. So, die Frage ist irgendwie, ob man irgendwann hier so mal andere Angriffe so ausprobiert. Aber ich würde schon gerne wissen, was einige andere Angriffe auch machen. Passive Skills habe ich ja auch. Pest macht Schaden über Zeit. Oh, Feldtonika. Neue Klamotte? Ja. Nein, jetzt sieht man meinen Bizeps nicht mehr. Den Pfeil auf meiner Brust. Haben wir hier schon? Oh. Nein. Ich habe kaum noch Boot. Ich finde das immer witzig, wenn ich hier eine meiner Fähigkeiten einsetze und ich habe nicht genug Wut. Mein Charakter sagt einfach nur, ich habe nicht genug Wut. Ich bin nicht wütend genug. Mache ich ihn hier kaputt, hier ist doch gar nichts. Ich muss warten. Das ist eine Bedienung auf der Karte. Ist das ein spezielles Gebiet oder so? Eigentlich. Ist das besser? Vielleicht müssen wir was finden. Schlicher Pass. Östlicher Pass. Oh, östlicher Pass. Was hast du denn gelesen? Stlicher. Handwerker können sie auf vielfältige Weise bearbeiten. Galgenrebe, Weißbeere. Krone des Schreiters. Ah, hab ich jetzt einen Helm? Ich habe nämlich noch keinen Helm. Schaltet beim Wiederverwerten ein neues Aussehen frei. Ja, das steht bei mir auch. Ist ja dann wie in Star Wars, wo uns so Klamotten zum Aussehen. Okay.
teleportieren. Vielleicht hast du das Aussehen dann freigeschaltet. Ja, würde ich mir jetzt auch vorstellen. Weil natürlich cool, dann können wir uns wieder so designen, wie wir wollen. Ja. Benutzt aber immer zwei Waffen. Windgepeitschte Hütte. Müssen wir rein. Wir müssen also rein. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Ja, daneben. Okay, jetzt weiß ich wozu. Hey, Essenz gut ist. Ich brauch's nicht, um meine Fähigkeiten zu benutzen hier. Ist das ein neues Buch? Ist das besser als mein altes? Was hab ich, eine Lanze? Boah, ist die lang. Da passe ich doch keine Tür mehr. Okay, aber Essenz scheint sich von alleine zu regenerieren. Okay, lass mal da reingehen. Ist hier jemand? So. Was auch immer, da köchelt richtig furchtbar. Kräuterpilzorgane, nicht zum Kochen geeignet. Das wollen wir doch mal sehen. Was auch immer in der Küche ist, echt furchtbar. Mit getrocknetem Blut verklebt sind. Oh, Notizen gefunden. Oh, Cutscene. Ja, das war ich. Ich habe den Schädel angefasst. Oh, eine richtige Cutscene. Ich habe einen Knochen an meinem Hüftgelenk. An meinem Hüftgelenk. An meiner Hüfte. Oh Gott, was kommt da? Ist das der Sensen? Deine siehst du das auch? Ja. Das ist der Sensenbaba mit der Axt. Oder es stellt sich raus, das ist nur so ein freundlicher Typ. Na. Ich habe hab den Davidstern auf meinen Ohrringen. Gott, sieht der gut wenn aus. In mein Haus eindringt. Und meine Sachen durch. Das ist nur ein, okay, der ist nicht gefährlich. Dann habt wenigstens den Anstand, mit mir zu Abend zu speisen. Ich bin wirklich sehr hungrig. Ich auch. Was für ein Zufall. Ich auch. Fängt an, das Herz von dem Kerl zu essen. Oh nein, jetzt sind wir schon wieder am Trinken. Eine unglaubliche Geschichte. Ey, trink doch nicht schon wieder irgendeinen Scheiß. Vielleicht gibt der wieder um. Aber sie ist wahr. Warum hatte ich diese Vision? Bedankt euch bei diesen netten Dorfbewohnern, die euch Liliths Blut gaben. Lilith? Das Blut eines Dämons. Nicht irgendein Dämon. Die Tochter des Hasses. Die Mutter Sanctuarius. Sie wurde vor Ewigkeiten verbannt. Aber diese Welt ist ihre Schöpfung. Ihre Rückkehr wurde prophezeit. Was will sie? Das ist die Frage. Sanctuario war schon immer im Zentrum des ewigen Konflikts gefangen. Einem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Doch Lilith dient keiner Seite. Sie hat ihre eigenen Pläne für uns. Und ich? Bin ich verderbt? Nicht sicher. Aber ihr habt eine Verbindung zu ihr. Was werdet ihr unternehmen? Blut. Die Bindung nutzen. Herausfinden, was sie vorhat. Wer sind wir überhaupt? Ja, ne? Dann stehen wir das gemeinsam durch. Wann? Ruht euch noch etwas aus. Ja, wir sind durch die Gegend geritten am Anfang, ne? Mal bei einer Höhle. Nicht aufhalten. Sind wir alle verdammt. Okay, Lars. Oh Gott. Ich dachte erst an meinen Gegner, Alter, eine Skelette kam ja, auf einmal auch, so. Der hat seine Waffe gezogen, der Kerl, was war los, Alter? Okay, hier sind Notizen. Kurze Zähne. Jung. Gerade erst Debris Notizen. Einfach zu töten.
weiter südlich als die anderen. Dann ein Skelett steht ja so vorm Bücherregal, tut sich bilden. Ich weiß, du musst den allen Namen geben und eine Persönlichkeit. Nein. Das ist Hank, das ist Fred. Das ist Martinez. Ich glaube nicht, dass wir den Typen vertrauen sollten, dass wir sehr viele Alkoholflaschen lagen da auf dem Boden. Oh, der begleitet uns. Ja. Ich stelle mich mit meiner Lanze. Oh, das ist ein Pferd. Oh, mein Inventar wird langsam voll. Da, wo geht der denn? Ich hab gefällt hier. Ja, wir müssen den beschützen oder so. Hm. Warte, komm noch mal hier unten hin. Hier haben wir, glaube ich, noch nicht. Ich komm. Hm. Jetzt wieder was zum Runterkriechen da. Eisenbrocken. Dämonenherz. Weißbeere. Arme Reh. Nein, ich will nicht von dir irgendwelche Mitleid von irgendwas hören, weil du schon ja alles abgeschlachtet hast. Okay, na. Ich habe ein Dämonenherz gefunden. Ich auch, ich weiß nicht, wer das ist, aber okay. Wie gut, dass man den so gedrückt halten kann. Bambi, komm her. Ich muss warten. Diese Lanze sieht so lang aus, er sieht so komisch aus. Ja, als würde ich mich für so einen Sperrwettbewerb, so einen Weitsperrwettbewerb hier irgendwie anmelden. Lila, oh, eine Hose. Nein, ich bin gleich voll. Eingesammelt worden. Oh, hast du das fallen gelassen? Ich habe das fallen gelassen. Ach so. Ich da, spiel Spaß damit. Nein. Jetzt hat er noch mehr. Jetzt bin ich voll. Ich noch nicht. Ach, gedrückt halten zum Fallen lassen. Ich hab alles Ramsch markiert. Ja, das habe ich zuerst auch gemacht. Nein, ich baue einen Shop, um das zu verkaufen. Geld. Der Gegner. Hier kommen sie. Oh, die sind größer. Ja.
Ich hätte nie gedacht, all das selbst zu erblicken. Was ist das denn? Touch? Tage? Wie spricht man das denn aus? Was hab ich denn da? Was ist das? Ah, das ist ein Schild. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Lässt dir Sachen fallen, Daniel? Ja. Krone des Schreiters. Habe ich überhaupt schon was? Ich habe gar keinen Helm. Ich habe einen Helm, der heißt auch Krone des Schreiters. Lass hier gerade mal ein paar Sachen fallen, Daniel. Ja, ich auch. Auf dem Shop. Und Tote und Schaden über Zeit, das sind meine Lieblingssachen, weil sie nicht so. Bambi, Bambi, Bambi. Papa, lass mal nach rechts gehen, das sieht so aus, als könnte eine Stadt sein. Hoffentlich. Das kann ich hier nicht tun. Für irgendwo einen Shop. Nein. Irgendjemand? Haben wir schon eine Garantie, dass es hier keine Gegner gibt? Wenn wir hier unsere Waffen nicht ziehen können. Ja. Das kann ich hier nicht tun. Ich kann eine Zugbrücke, Daniel. Das kann ich hier nicht tun. So. Na, schade. Ich muss warten. Na, zurück zum Vaterkreuz. Wurde ich die Gegend geschleudert. Was man mit diesen Bären da macht. Meine Taschen sind voll. Ich kann nicht mehr tragen. Deutsch. Ich komme nicht vorbei. Ja, ich tue noch was einsam, was irgendwie haben. Weiß ich nicht. Blau oder grün oder was weiß ich nicht. Was hier? Ereignis bei getreten. Keine Sorge, ich rette dich. Seid vorsichtig. Hey, Finger weg. Finger weg von dem Teil. Meine, kannst du mir sagen, was Schaden ist? Was? Oh, nimm doch Ratte an. Verloren!
Keine Angst, halt, wir beschützen dich. Jemand schießt die ganze Zeit von ab. Ja, ja. Geht ganz schön rund, ja, Alter. Alter. Oh, so ein bisschen. Oh, er ist ein bisschen stärker. Weg von dem Teil. Cool. Ist jetzt trotzdem gestorben? Nee. Nee, die ist noch da. Ah, das muss ich erstmal ja sortieren. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Jetzt gib mir die Sachen. Meins. Meins. Oh, der ist gut. Oh, der ist auch gut. Nein, jetzt habe ich einen Rock. Unbeugsamer Tage. Hast du fallen lassen, ne? Kann er gar nicht benutzen. Genau, Fähigkeiten, Fertigkeiten. Ach, habe ich doch schon alles. Ja, eure Kernfähigkeiten verfügen eine Chance von 10% gegen 2 Sekunden, aber langsame Verwundbarkeit. Noch ein Level, dann kann ich eine defensive Fähigkeit lernen. War eine Sense. Das ist einfach die ist aber schwächer als was ich habe. Der war aber ein bisschen schwerer, der Kampf jetzt. Also fand ich gut. Ja, okay. Das schwer verstehe ich was anderes. Ich habe immer, ich war noch nie unter 3 Tränke. Ich habe noch nie einen Trank benutzt. Ja. Ich bin am Flexen, Daniel. So. Ah, jetzt sind wir besser geworden. Wo sind die Dinger eigentlich? Weißbeere. Habe ich nirgendwo. Das ist ja noch gut, ey. Weißt du das? Was denn? Die Bären. Was ist damit? Wozu sind die gut? Weiß ich nicht. Wollte ich gerade nachgucken, aber ich finde die nicht in meinem Inventar. Der Engel Inarius. Ihr habt die Kathedrale des Lichts doch sicherlich schon über ihren heiligen Vater schwadronieren hören. Ich habe noch nie was von Religion gehört. Er ist echt. Ein Engel wandelt unter uns. Nein, ich bin der Engel. Wenn er erfährt, dass Lilith hier ist, wird Blut fließen. Sie sind uralte Feinde. Ich wette, der stirbt sofort. Die ganze verdammte Welt in ihren Streit hineinziehen. Es sei denn, wir können das verhindern. Lasst uns nicht verweilen. Kyovashad ist nicht mehr weit. Das ist wahrscheinlich sogar die Stadt, wo wir gerade drin waren. Ja, und ich schaue an. Also.
betreten, müsst ihr zuerst. Dafür bleibt uns keine Zeit. Was hat es hiermit auf sich? Wer die Oberstadt betreten will, muss ein Läuterungsritual durchlaufen. Eine bedeutungslose Geste. Ja. Doch manche finden Trost darin. Wie könnt ihr es wagen? Lasst ihn passieren, Junge. Ich habe jahrelang versucht, Lorat zu dem Ritual zu überreden. Nun gut, aber der bleibt hier. Wir treffen uns drinnen. Ja, super. Nehmt ein Stück heiliges Zedernholz vom Schrein und schreibt die Sünde darauf, die auf euch lastet. Ich hab alles gehört. Ich bin sündenfrei. Ich glaube, das eine Stück Holz, Holz wird nicht reichen. Ich brauche das nicht. Ich bin rein von Sünde. Ich bin die Sünde selbst. Oh, ich kann mit der Oma da reden. Aber es hat nicht hier so einen Schrein, den es in so japanischen Schreinen auch so gibt, wo so Karten irgendwie so machen muss. Was? Ja, da habe ich von Genshin Impact gelernt. Oh, Schnitzt Furcht, Wut, Stolz, Gier. Trifft alles überhaupt nicht auf mich zu. Nee, den Schnitt unerleslich gekriegt werden. ja, ich glaube, das trifft nicht mal alles dahin zu, was ich hier für gesunden hier habe. Also nehme ich das gekritzelt. Ja, ich auch. Stolz, gierig, pff. Nicht, solange ich in der Stadt... Und ist der Engel und bestraft uns? Wir waren einfach vom Blitz getroffen. Es ist vollbracht. Gut. Ihr müsst das Gefühl haben, dass euch eine große Last von den Schultern genommen wurde. Ich werde noch mehr Last auf mich ziehen. Willkommen in Kyovashat. Heil Satan! Sehr cool. Ah, wir haben keinen Respekt vor Religion. Ich habe meine eigene Religion. So, oh, ich sehe viele Vorrangige Zeichen. Quests führen in neue Funktionen und Systeme einschalten oder schalten diese frei. Sucht euch einen anderen Ort zum Aufwärmen. Ich war zuerst da. Mein Gott, der Typ hier ist riesig hier. Shop. Alchemist. Oh, hier kann man Tränke herstellen, glaube ich. Oder? Ich habe einen Stuhl gefunden, da, und ich setze mich erstmal, ne? Ich würde hier sein. Okay. Das kann ich hier nicht tun. Ich brauche einen Shop, um Sachen zu verkaufen. Oder wollen wir hier Dingens? Oh ja, auf der Karte sind eine Menge Sachen. Schau mich mal hier in der Stadt um. Braucht ihr Schmiedekunst? Hier ist ein Heiler. Was ist das denn? Ist das ein Portal? Teleportieren nach Danieru, was? Hm. Oh cool, ich habe einen Wegpunkt freigeschaltet, Daniel. Okay. Ich glaube, man kann sich dann hier in die Stadt teleportieren. Oh, nehme ich an. Quest abgeschlossen. Erkundung. Mit Wegpunkten könnt ihr frei durch St. Theory schnell reisen. Aktiviert beim Erkunden Wegpunkt und mehr Schnellreiseoptionen. Okay. Schnellreise, Daniel. Warte mal, reparieren. Da sehe ich gerade, ist ein Ding. Oh, Waffen haben Haltbarkeit und Rüstungen. Sehe ich gerade. Oh, toll. Okay, ich suche irgendwie so eine Funktion, wo wir irgendwie die Rüstung irgendwie so als Design freischalten können oder so. Ich habe hier was zum Verkaufen gefunden, Daniel, im Laden. Ja. Bleibt wachsam. Gucken wir uns mal einen Okkultist.
Juwelenschmied. Kommode. Oh, eine Nebenquest ist hier irgendwo auf der Karte. Na, ich schaue mich erstmal irgendwo überall um, bevor ich hier was verkaufe oder so. Schalte beim Wiederverwerten ein neues Aussehen frei. Soll ja wiederverwerten, oder? Ja, wiederverwerten. Ah, okay. Und da so eine. Ich vergesse immer den deutschen Namen davon: Pickaxe. Wenn da so ein Pickaxe-Symbol ist, dann kannst du noch das Design freischalten davon, glaube ich. Hier steht wiederverwerten. Ja. Und die Gegenstände, die du wieder verwertest, die kannst du dann als Design so freischalten. Ah, okay. Aber das brauche ich im Moment noch nicht. Ich aber. Ja, da müssen wir zur Kommode, alles klar. Für mich hat das Aussehen Priorität. So. Wir bieten euch die geringste Chance, eine wertvollen Tausch gegen raunende Obelus zu halten. Was für ein Vieh? Der Peiniger? So ein wertvoller Gegenstand im Tausch gegen Raune in der Obolus zu erhalten. Was haltet ihr? Da kriegt man durch Evente, steht da. Okay. Kann man aber nicht machen, ne? Ja, wir haben ja nicht irgendwie die. Ich meine, wenn wir so ganz seltene Gegenstände haben, dann können wir die da eintauschen für. Der Typ hier hat ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Ja, da ist eine Nebenquest, glaube ich. Ich guck die ganze Zeit so auf der Karte, dann gehe ich immer so darüber. Weltenstufenstatue. Nö. Ich war auch gar nicht. Ich gucke mich hier noch um erstmal. Ah, hier kann man die Weltstufe ändern, Daniel. Ah. Das höchste ist Qual. Das ist aber noch nicht freigeschaltet. Grabsteine, was? Ich kann meinen Grabstein ändern. Ah, jetzt kann ich mein Aussehen ändern. Hier gibt's Ringe und Amulette. Alter, ist er teuer. Aber wenigstens kann man sich überall hinsetzen. Ah, ich lasse das erstmal noch im Aussehen. Ich will ja die ganzen Rüstungen erstmal sehen, wie die aussehen. Ja, wir sehen jetzt noch nicht so wirklich so cool aus, Daniel, ganz ehrlich. Punkt schon. Was habe ich? Den Wegpunkt. Nee, weiß ich nicht. Ja, das merkst du, wenn du einen hast. Hier, wo ich bin, ist der. Wegpunkt freischalten. Okay.
Ja, jetzt habe ich den. Ja. Was haben wir hier noch? Durch Freude. Das kann ich hier nicht tun. So, Ring. Wir sind teuer, ey. Ja. Ich habe nur irgendwas mit 5000 Gold oder so. Nicht solange ich. Hast du was von deinen Sachen verkauft? Ne, mache ich jetzt gleich. Ich guck mir erst jeden Laden erstmal an, so. Was hier so ist. Guck mal hier. Ich glaube, hier ist Alchemist, ne? Hier nicht tun. Kann ich gar nicht mit interagieren. Ich auch nicht. Dann verkaufe ich ein paar Sachen erstmal. Kann ich euch helfen? Okay. Was soll ich denn mit deinem magischen Schild? Ja, ich habe mich zu dir hin teleportiert, Daniel. Jetzt mach schon, ich sitze schon auf einem Stuhl. Und meine Skellyman, die gucken mich an. Das stört überhaupt niemanden, dass hier einer mit Skeletten in der Gegend rumrennt. Ein guter Handel. Seid gesegnet. Noch etwas? Okay. Werde ich mal heilen, Daniel. Du bist verletzt. Wo? Irgendwo ist eine Tante, die einen heilt, wenn man die anquatscht. Ich habe ein neues Geschwür auf meiner Hand entdeckt. Oh. Das macht bisher 17. Und? Kann ich ihn streicheln? Teleportieren nach Vegas. Ja, ich habe mich gerade zu dir teleportiert. So, lass mal gucken, was ist hier? Weltstufe, Veteran. Ja. Wir sind Abenteuer-Veteran. Gegner lassen sich leicht besiegen. Gegner sind eine größere Herausforderung. Monster geben 20% mehr Erfahrungspunkte und Gold und lassen mehr Gegenstände fallen. Lass mal gucken. Wechsel werden alle aktiven Portale geschlossen, alle nicht abgeschlossenen Flüsterfortschritte zurückgesetzt und alle aktiven Albtraum-Dungeons geschlossen. Gucken wir mal. Drück mal links auf den D-Pad gedrückt. Mal gucken. Wenn er zu schwer wird, können wir ja wieder runterstellen. Oh, da sieht man unsere Charaktere. Ist es jetzt Tag? Bei mir ist es jetzt irgendwie Tag. Ja, bei mir auch. Das ist, weil die Welt jetzt schwieriger ist. Ging mal wahrscheinlich voll auf die Fresse. Gut gemacht, Daniel. Guck mal, meine Nebenquest hier. Wie geht's der Stadtwache? Die neuen Milizrekruten trainieren Tag und Nacht. Sie haben etwas Lob verdient. Ja, wir können ja nicht mal annähern. Aber ich kann nicht zulassen, dazu irgendwie zu sterben oder so. Würde es euch etwas ausmachen, sie für mich anzufeuern? Schnelles Geld für euch, mehr Selbstvertrauen für die Rekruten. Und ich bleibe weiterhin ein Cheerleader. Alle Beteiligten gewinnen. Ich erledige das. Ich kenne einen Tanz. Was? Emotes. Mein Gott, wir müssen die erwarten. Grüße. Das wird euer letzter dummer Fehler sein. Wie hast du das denn gesagt? ich habe nach oben gedrückt und dann die Schultertasten gedrückt. Da kannst du wechseln, ja? Ah, okay. Das weiß ich zu schätzen. PvP nicht verfügbar. Wie funktioniert ein PvP eigentlich, ey? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Oder nicht? Eure Knochen verraten euch. Bald dienen sie mir. Ich sage irgendwie...
Wie sagen hast du das gehört dann? Ja. Nicht schlecht. War das richtig? Ja, ich glaube, war richtig. Jubel. Gut gemacht. Das kann ich hier nicht tun. Ich mach voll sarkastisches Klatschen, ey. Das ist doch scheiße. Folgt mir. Ich habe die Rekruten ermutigt. Ich habe mich über die lustig gemacht. Danke. Hoffentlich gewöhnen Sie ja. sich nicht daran. Die Moral verbessern. Leck mich am Arsch, ey. Okay, das war ein bisschen, ja, doof. Kräutertruhe erhalten. Boah. Guck mal in deinem Inventar. Hm? Ja, was ist das? Ja, aktiviert mal. Cool. Ja, Ziel abgeschlossen. Kleine Gunst. Battle Pass anzeigen. Battle Pass? Was? Das stimmt da gerade, weiß ich nicht. Ja, hier gibt es irgendwie so komische Sachen, ne? Hier gibt es auch irgendwie so einen Shop oder so. Aber das ist, ich gucke mir später mal nach, wie hier PvP funktioniert in dem Spiel hier. Ich könnte mir zum Beispiel so was vorstellen, irgendwie Wettkampf, wer als erstes schnellstes den Dungeon da schafft oder so. Okay. Ich weiß nicht, ob man, dass man hier echt gegen andere Spieler kämpft. Obwohl das ziemlich cool wäre. Weiß ich nicht. Daniel, wo bist du hin? Ja, du bist bei mir auch weg gerade. Oh, glorreicher Vater, ich danke euch. Euer Licht hat die Krankheit aus meinem Fleisch gewaschen. Ich wurde in euch. Ist jetzt da oben, wo bei mir. Ja, ich. Okay, mir gibt es sowieso nichts irgendwie zu tun, glaube ich. Ich gehe wieder raus. Jetzt fühle ich mich allein. Ich bin aber immer noch auf meiner Karte. Ja, ich bin nach unten wieder gegangen. Kyoberschalt. Weiß nicht, was das soll. Oh, da steht auch Juwelenschmied wird ab Spielstufe 20. Okkultist wird ab 25. Guck mal, wie groß diese Typen sind da. Das wird euer letzter dummer Fehler sein. Na gut, was müssen wir mal machen? Hier die Hauptstory, ne? Wir müssen mit dem Typen da reden. Mit Lorax. Na gut. Mit dem Lorax. Wir müssen mit dem Lorax reden. Ich will das aber hier tun. Nicht solange ich in der Stadt. Ich bin gespannt, wann der Moment kommt, wenn du bereust, dass wir die Schwierigkeit erhöht haben. Ach, wird schon gut gehen. Also. Ja, denn du bist ein bisschen, weiß ich nicht, überheblich immer. Kann das sein, ey? Überhaupt nicht. Du hast irgendwelche Mobs fertig gemacht und denkst auch, boah, lass mal die Schwierigkeitsgrad erhöhen, ey. Oh nein. Ich krieg den nicht da. Ein Pferd wollt ihr irgendwo hin? Ich werde mich in die Trockenstelle. Hier weg. Ja, es war eigentlich auch irgendwie in deinem Spiel auch so ein Code gehabt für so ein Pferd. Ich muss wissen. Ah, ne, du hast die digitale Version, ne? Ja, ich habe die digitale Version, ja. Ja, bei mir war irgendwie so ein Code. Ja, okay, weil. Ich glaube, auch wenn man digitale Inhalte kauft, gibt man manchmal Codes oder so zugesendet. Ich weiß das nicht. Ja, aber bei der Standard-Edition, da war nichts dabei. Ich habe irgendwie so einen Code für so ein Pferd irgendwie bekommen. Ja. Das ist ein Inarus. Es gab eine Prophezeiung, ja. Sie sagte den Aufstieg der großen Übel voraus. Die Rückkehr von Lelith und Inarius. Den Untergang unserer Welt. Inarius hat die Prophezeiung für seine eigenen egoistischen Zwecke adaptiert. Sie in die Predigten der Kathedrale des... Du hast ja auch die Intro-Cutscene angeguckt, ne? So klingen lassen, ja. Als wäre er der irgendwie... drei geopfert. Ja, dann habe ich irgendwie nicht so verstanden. Du kannst einfach irgendwie random irgendwelche drei Leute da opfern und dann kannst du irgendwie hier so einen Dämon hier irgendwie... beschwören, der irgendwie ja, klar, die Welt zerstören nicht? Kann. Ja klar. Opfern. Also so dry random Typen.
All die wunderbaren ja, ist egal, Menschen sind doch alle gleich. Die Kathedrale liebt es, von ihm zu schwärmen. Seine Gefangenschaft in der Hölle, seine heroische. Ich frage mich, wozu wir überhaupt ein Pferd brauchen, kommen wir nicht schnell genug voran? Hierher, oh, die Welt, die er erschuf. Aber sie erwähnen nie, dass man durch jahrtausende lange Folter in der Hölle ein ziemlicher Arsch wird. Mal schließen. Schattige okay. Hufe, Senkrücken, trübe Augen. Dieses arme Ding ist praktisch krank. Schon fertig mit dem geredet? Für den Preis ich jetzt auch. Glück, dass sie vier Beine hat. Ich muss warten. Da. Aber doch gerade. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Ah, der alte Mann hat also endlich beschlossen, es zurückzukaufen. Wie ich ihn kenne, hat er kein Geld erwähnt, oder? Wenn er seine Waffe will, müsst ihr bezahlen. Oh, kein Geld. Zwanzig. Wartet. Du hast schon gekauft, dass ich kein Geld geben. Boah, was? Sagt, er benötige es nicht mehr, aber ich glaube, er würde es trotzdem gerne haben. Ich muss mich setzen. Seltsames Amulett. Ich kann die Quest-Gegenstände auffallen lassen. Ja. Ich habe ein Amulett fallen gelassen. Gut, heb das Gefäß wieder auf das Stück. Ich muss deine Waffe bezahlen. Mein Gott, sind wir geizig. Verzeiht. Wir haben ja 2000 Geld gekostet. Gib mir halt Geld zurück. Er hat mir auch dieses Amulett gegeben. Was ist es? Das Mal der Horadrim. Ein uralter Orden von Gelehrten und Magiern, der schwor, Sanctuario vor Dämonen zu beschützen. Heutzutage sind wir nur wenige. Es gibt einen anderen Horadrim, Donan. Sein Wissen über Dämonen wird nur von seiner Überheblichkeit übertroffen. Ja, Daniel, wie kannst du nur fragen, warum der sich Benedikta nackt vorstellt? Klingt, als könnte er uns helfen. Ihr solltet ihn ins Kosklen aufsuchen. Das verstand ich nicht. Aber vergesst nicht die Kathedrale. Ihr war doch immer angezogen. Bis auf diese eine Szene davor. Sein. Ihr kommt nicht mit. Ich werde die Trockensteppe besuchen, um herauszufinden, wer dieser fahle Mann ist. Ihr könnt mitkommen. Ihr kommt nicht mit. Eure Verbindung zu Lilith. Das klang manchmal wie eine Frage irgendwie vor meinem Charakter. Ihr seid der Schlüssel, um sie zu finden und ihre Pläne zu durchkreuzen. Da kommt der nicht mit. Da ist gefährlich, wo wir hingehen. Ich frage mich, ob unsere Charaktere sich gleich anhören. So in den Cutscenes. Nee, die haben nicht Cutscenes, aber ich glaube, wir haben verschiedene Stimmen. Also, wenn ich unsere Charaktere reden höre. Ja, wirst ja sehen in der Aufnahme, wie sich meine anhört. Ob es Zufall war oder das Schicksal. Mein Charakter klingt voll tiefgründig für den Barbaren. Ja. Der im Sturm verloren. Ich kann das nicht tun. Befleckt von Lilith. Ich habe nicht genug Wut. Errettet von einem einsamen Mönch. Ich denke an. Homosexuelle, das macht mich wütend. Verschiedene Leben und Ereignisse fielen zusammen. Wodurch? Schicksal? Oder zog eine höhere Macht die Fäden? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Warum zeigt ihr uns jetzt hier das ganze Versagerleben von diesen Doch komischen Dorfbewohnern? Damals glaubte ich, ich könnte die Menschheit vor der Tochter des Hasses schützen. Die Verbindung zwischen dem Wanderer und ihr gab mir Hoffnung. Wie stelle sich das vor? Kicher. Der Kicher, der. Das Oscar, der Stallmeister. Oh, jetzt haben wir hier drei Sachen auf der Karte. Oh, da ist noch eine Nebenquest. Wo sehe ich? Ich sehe nichts. Käufe finden. Gekaufte Rüstung, Waffen und andere kosmetische Charaktergegenstände befinden sich in der Kommode. Kaufte Reittiere und kosmetische Gegenstände
im Stall, aber wir können Reittier kaufen. Wo? Wir können auch Emotes kaufen. Wo? Abgeschlossen, Prolog Wanderschaft. So. Hey, ein anderer Spieler, Daniel, guck mal. What? Da ist gerade ein anderer Spieler durch die Gegend gelaufen. Oh, bei denen können wir ein Pferd kaufen. Oder auch nicht. Oh, wir müssen erst weiter in der Story. Belohnung freigeschaltet. Okay. Ich habe Schuhe durch eine Belohnung bekommen. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich auch nicht. Ich habe nichts gekriegt.